Ich werde oft gefragt, Hochwürden, was geschieht eigentlich nach dem Tod mit der Seele? Dann sage ich immer, nach dem Tode geht die Seele auf eine lange, lange Reise. Und irgendwann kommt sie an in einem großen, großen Saal, wo schon viele andere Seelen sitzen und warten. Auf einem der alten Holzfurniertischchen mit neuen Revueheftchen drauf und Praline. Ja, ich weiß, die Botschaft des Herrn ist heiter. Und irgendwann wird jede Seele zu Gott hineingerufen. Und dann bezahlt Gott erst einmal. Denn das Leben war Arbeit. Und dann sitzt man erst einmal in einem riesigen Haufen Geld. Doch dann nimmt Gott das Sündenregister. Er blättert und liest genau. Und dann wird zurückgezahlt für jede Sünde. Einmal gelogen, 10 Euro. Zu laut gelacht, 20 Euro. Etwas gestohlen, 100 Euro. Körperverletzung, 1000 Euro. Schwarzgeld in Liechtenstein gebunkert. Verhandlungssache. Selbstbefriedigung. 50 Cent. Ja, ich weiß, es klingt nicht viel, aber es läppert sich. Geld, um seine Sünden zu bezahlen, kann man im Himmel bleiben. Reicht das Geld nicht aus, wird man wiedergeboren. Das ist dann wie nach einem langen Urlaub zurück zur Arbeit. Mein schlimmster Albtraum ist es, ich bin gestorben, stehe vor Gott und wir machen die Abrechnung. Ich habe zu wenig. Und 50 Cent.